Theater TV auf ITV Coburg, ein Service der Sückter Chor GmbH. Das Land des Lächelns heißt es seit dem 2. Dezember im Großen Haus des Landestheater Coburg. Franz Lehars Operette führt den Theaterbesuchern die Rolle der Frau Anfang des letzten Jahrhunderts vor Augen. 1912 mussten die Frauen die von den Männern vorgegebenen Rollen erfüllen. In dieser Zeit leben Lisa und Graf Gustav von Pottenstein, gespielt von Dirk Mestmacher. Lisa hat aber diese Zwänge satt. Ihre Beziehung geht zu Beginn des Stücks in die Brüche. Und er reagiert sehr, er weint zwar, aber weint jetzt nicht über die enttäuschte Liebe, sondern eher über diese ganze Situation und wird sehr aggressiv. Lisa hingegen sieht ihre Zukunft in China. Sie verliebt sich in den chinesischen Prinzen Su Chong. Der ist für sie die Befreiung aus all den Zwängen, die Reise in das Fremde. All das hat sie in ihrem bisherigen Leben nie erfahren. Graf Gustav von Pottenstein folgt ihr nach Peking. Gustl ist ein sehr unsicherer Mensch, der unbedingt Erfolg haben möchte. Das auch fast um jeden Preis. Das heißt, dass er sogar auch eine Frau heiratet, die eigentlich von der Gesellschaft sehr komisch angesehen wird, weil sie sich nicht so in ein Korsett stecken lässt. Und er ist aber tut trotzdem alles, um beharrlich alle zu überzeugen, dass er der Richtige ist, auch wohlweislich, dass er, weil er einfach weiß, sie liebt ihn nicht, aber das ist ihm egal. Schnell zeigt sich aber, Prinz Su Chong ist nicht mehr als ein Traum, der schnell in eine unerfüllte Realität mündet. Mit der Musik des Philharmonischen Orchesters ist das Land des Lächelns etwas für die Coburger Operettenfans. Und das Besondere an dieser Operette, nach meiner Meinung, ist, dass es eine traurig schöne Operette ist mit einer hinreißenden, schmerzerfüllenden, herzerweichenden Musik und die natürlich im Kontrast zu dem Ganzen ein ganz berührender und gefühlvoller und mitleidsvoller Abend werden kann. Diese Abende gibt es noch ganze 12-mal zu bestaunen. Der letzte Vorhang für Das Land des Lächelns fällt am 1. April 2018. Theater TV auf ITV Coburg, ein Service der Sückter Chor GmbH.